Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zum Mid-Season-Update 1.5. Alle Bugs werden behoben, Quality of Life Changes, Shipment ist da, die Honey Badger ist da, sie ist nicht im Shop, was mich ehrlich gesagt wundert. Sie ist aber mit zwei Die Honey Badger ist da, sie ist aber nicht im Shop, dafür eben mit zwei Aufgaben, wovon eine im DMZ-Modus ist. Ihr müsst sie in dem neuen Area 21, wie es heißt, raussuchen. Die andere Aufgabe ist, und da kann ich mit euch einfach in den Multiplayer gehen, denn das Update auf der PlayStation war mal wieder schneller als auf dem PC. Hier müsst ihr im Prinzip gar nichts Großartiges tun, sondern ihr braucht in 15 verschiedenen Runden zwei Operator-Abschüsse. Ihr habt die Honey Badger hier, Chimera heißt sie. Zwei Operator-Abschüsse mit Sturmgewehren in 15 unterschiedlichen Spielen. Ob ihr nach zwei Kills aus der Runde rausgehen könnt, um sie dann freizuschalten, weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nicht probiert, das müssen wir dann sehen. Von den Stats her sieht das gar nicht so schlecht aus erstmal. Ich hätte sie mir sehr, sehr gerne gekauft. Ich kann sie mir nicht kaufen. Und wie ihr seht, Leute, das hier ist immer noch verbuggt. Es steht in den Patch Notes unter anderem, dass die Tarnungen, die verbuggt sind, bei euch, bei mir nicht gehen, behoben sind. Immer noch nicht. Ich habe Polyatomar aus der Cast-Off, aber Gold geht nicht weiter nach 1x3 und Weitschüsse bei 13. Warum auch immer. Hier sind 4 neue Tarnungen hinzugekommen. Da kann man mal durchgehen und gucken, was da Neues hinzugekommen ist. Ich vermute mal die Standardaufgaben für die Chimera. Das sind die Aufgaben davon. Es gibt die Chimera leider immer noch nicht im Shop. Das ärgert mich, denn ich hätte sie mir gerne gekauft. Und ich weiß, ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir nichts in diesem Shop kaufen, denn Activision hat es nicht verdient. Aber es ist meine Waffe, ich liebe sie. Übrigens hier, der Skin wurde auch genervt. Alle, die dafür Geld ausgegeben haben, haha. Merkt es euch für die Zukunft, das wird Activision mit öfter noch mit Absicht machen. Einfach nur, damit ihr fleißig Geld ausgebt. Es gibt ein paar Quality of Life Changes, die werde ich mit euch durchgehen. Währenddessen spielen wir einfach eine Runde Shipment, Leute, und gehen direkt rein. Übrigens, rechts unten endlich der Anzeiger ist die erste Sache, die wir in den Patch Notes drin haben. Double XP wird euch mittlerweile richtig angezeigt. Double XP, wie lange Double XP geht, etwas, was vor 2 Monaten schon bei Release im Game hätte sein müssen. Ihr könnt im Pausemenü und in-game, auch in Warzone, so steht zumindest in den Patch Notes, jetzt mittlerweile auch eure XP-Token abgeben bzw. aktivieren. So, und wir gehen direkt in die allererste Runde. Das ist ja das nagelneue Shipment. Bin auch natürlich direkt nachgejoint. Es gibt ein paar Sachen, die sie geändert haben. So zum Beispiel, dass ihr jetzt kein Loss mehr bekommt, wenn ihr irgendwo nachjoint. Das war ja bisher das Problem. Ihr seid irgendwo nachgejoint, seid rausgegangen, habt eine Niederlage bekommen. So, und das ist natürlich für alle Grinder unter uns, für alle Grinder von euch die perfekte Karte. Ich bin bei der Hälfte vom Polyatomar. Das heißt, ich heiße euch da auch herzlich willkommen, dass ihr mit reinguckt, wenn ihr auf dem Grind zu Orion und dann Mastery Camo für alle Waffen dabei sein wollt. Ich habe extra Termit mitgenommen. Das Schild hat einen fetten Nerf bekommen. Mit einem Hit von dem Schild macht ihr nur noch 33% Schaden. Was bedeutet, wenn ihr mit dem Schild eure Aufgaben noch machen müsst, seid ihr ein bisschen im Arsch, in Anführungsstrichen, weil ihr jetzt mittlerweile eben 3 Hits braucht, um den Gegner zu töten. Wir haben das Schild gestern durch Zufall schon fertig gemacht. Es war absolut Zufall. Wir haben 1, 2 wenige Waffenbuffs bekommen. Unter anderem die Deagle, die jetzt stärker ist als vorher. Das ist die erste. Die AK-74U hat ein wenig, das ist keine Bohrladung, weniger Schaden bekommen. Oh mein Gott, Bonage Pain. Das heißt, auf Close Range braucht ihr jetzt mindestens einen Schuss in die Brust, damit ihr den Kill macht. Hier ist noch ein Gegner. Und Shipment wird wahrscheinlich für viele von euch die absolute Ausnahme sein. Nur zum gedankenlos Grinden, Feuern, Camos machen. Ich finde den Aufbau besser als ein MW19, wo man wirklich heftig spawntrappen konnte. Das hier ist ja auf einem Schiff, um ehrlich zu sein. Also wie in der Kampagne die Mission eigentlich. Was ich aber jetzt schon feststelle, ich weiß nicht warum, diese Karte ist viel zu laut. Und ich weiß nicht, warum die Karte so laut ist. Vielleicht kommt es mir gerade auch nur so vor. Aber ich habe das Gefühl, dass die Sachen, die hier explodieren, viel, viel zu laut sind. Ich habe keinen Plünderer dabei anscheinend. Macht auch nichts. Wir spielen mit dem, was wir haben. So, jetzt nehmen wir das hier. Da ist der Vitol.
Also ein, zwei Sachen in den Patch Notes, die mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht haben, dass die jetzt tatsächlich mit drin sind. Und ein, zwei Sachen, bei denen ich erwartet hätte, dass die wirklich seit Release da sind. Double XT Primer, Blueprint-Varianten könnt ihr immer noch nicht abspeichern, was meiner Meinung nach absolut grandios scheiße ist. Der neue Warzone Cup läuft, das heißt, sie haben all die Ressourcen, die sie ja wirklich nur begrenzt haben, jetzt da reingebracht, um einen neuen Rocket League-ähnlichen Modus rauszubringen. Also ich muss euch sagen, Shipment spielt sich natürlich absolut chaotisch. Aber wenn ihr auf eine Streak geht und wenn ihr ein VTOL Kampfspiel dabei habt, dann werdet ihr hier auf die 100 Kills gehen können. In ganz normalen Lobbys natürlich, keine Reverse-Boosteten Lobbys, keine Neffen-Accounts, nix. Ich glaube, jeder, der hier jetzt Shipment die nächsten Tage spielt, wird Spaß haben. Ihr könnt eure Waffen, eure Tarnung geil voranbringen. Ich persönlich werde heute im Stream, ihr seid eingeladen, wenn ihr das Video seht, wie auch online, mit dem Joker meine Double-Kills machen. Diamant habe ich schon. Das wird auf jeden Fall gottlos. Und ihr seht es, Leute, mit der AKU, auch wenn sie einen kleinen Nerf bekommen hat, immer noch gefühlt die stärkste AR, die wir im Game haben. Die Honey Badger werde ich dann in 14 Runden freigeschaltet haben. Dazu kommen einige Quality of Life Changes. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Gegner vor euch ist und ein Teammate vor dem, wird der blaue Name Tag über dem Teammate weggenommen, so dass ihr dahinter den Gegner besser sehen könnt. Was eben bisher ein Problem war, weil es oftmals passiert ist, dass ihr den Gegner nicht erkennen konntet, weil der Teammate davor sozusagen die gesamte Sicht geblockt hat. Der Social Hub ist ein bisschen verbessert worden. Ihr könnt jetzt Gruppen erstellen. Bitte verwechselt diese Gruppen, die ihr erstellen könnt, nicht damit, was einige gesagt haben, dass sie jetzt irgendwie deswegen keinen SBMM mehr haben. Das sieht hier dann, dieses ganze Hub sieht ein bisschen anders aus. Und ihr geht dann im Prinzip einfach nur auf Gruppen. Das ist auf der PlayStation R3 und könnt hier Gruppen erstellen. Ich werde diese Gruppe vor allen Dingen nutzen. Das ist die Gruppe Sentinels. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich habe sie auch offen. Für die anstehenden Turniere, die wir haben werden. Wir werden natürlich CDL-Turniere wieder haben, sobald die Private Games gefixt sind. Wir werden da richtig Gas geben. Das heißt, wenn ihr da mit rein wollt, wenn ihr im Stream mitspielen wollt, seid ihr da herzlich willkommen. Die Gruppe ist da, glaube ich, die beste Auswahl für euch. Und ansonsten ist das relativ traurig, denn wenn ich das hier mal angucke, das hier ist der neue Raid-Modus, Atomgrad, Episode 1. Sie haben ja schon gesagt, es soll 5 Raids insgesamt geben und anscheinend in MW2 auch nur 5 Seasons. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, aber ob das jetzt stimmt, müssen wir abwarten. Dazu, wenn ihr in den Shop guckt, hier ist keine Chimera drin und wir können gucken, ob das wenigstens dazu zählt diesmal. So, ihr seht es, angeblich wurden die Tarnung auf den Waffen gefixt, dass es funktioniert. Die Tatsache ist, er zeigt mir immer noch an, ich habe keine von den Aufgaben fertig, obwohl die Aufgaben fertig sind. Und ich habe Polyatomar, ich kann aber die Mastery Camo oder die Mastery Aufgaben nicht machen, weil ich Platin nicht ausrüsten kann. Das ist schon mal dicke Enttäuschung, es ist aber mal wieder so, das was dort steht, stimmt nicht mit dem überein, was tatsächlich ist. Und hier, hol die Waffe aus DMZ-Gebäude 21, das ist das neue Gebäude in DMZ und von mir dicke Empfehlung, DMZ ist wirklich ein super kreativer, interessanter Modus. Und die zweite Option, die wir hier haben, ist eben 2 Operator-Abschüsse, das heißt einfach nur 2 Abschüsse in 15 Spielen mit Sturmgewehren. 15 Runden Shipment, die habt ihr in 1,5 Stunden durch, dann habt ihr die Chimera, braucht natürlich kein Geld dafür bezahlen. Zu den ganzen Waffen-Nerfs, die gekommen sind, kann man ehrlich sagen, es ist im Prinzip nur das Riot Shield, was wirklich einen Nerf bekommen hat. Ihr seid jetzt ein bisschen langsamer damit, es dauert länger, bis ihr das Wurfmesser da rausholt und es macht nur noch Kills mit 3 Hits, vorher mit 2 Hits. Dann gibt es eine Liste, die so unendlich lang ist, dass ich sie euch gar nicht erst vortragen möchte, über Bugfixes in Warzone und allein die Seite Bugfixes in Warzone geht knapp 2,5 Seiten, es sind ungefähr 100 Bugfixes. Leider nicht die wichtigsten Sachen, wie zum Beispiel sich Platten geben können, während man sprintet und. Ihr habt das alles mitbekommen, was da für Probleme sind. Die Strongholds sind von 3 auf 5 erhöht worden, dass ihr eine höhere Chance habt, in Warzone euch ein Loadout zu holen. Ihr könnt, wenn ihr in DMZ erfolgreich aus den Runden rausgeht, exfiltriert, random Perks geschenkt bekommen für den nächsten Infill, finde ich gar nicht so schlecht. Und die Blacksites sind, beziehungsweise die Bots in den Blacksites, sind etwas abgeschwächt worden. Ansonsten muss ich sagen, bin ich etwas enttäuscht von den Sachen, die wir haben, denn
Ich habe mit dem Mid-Season-Update nach 2 Monaten und massives Problem wirklich mehr erwartet. Und nur damit ihr mal seht, wie viele Bugfixes dabei sind, den Link natürlich verlinken. Das hier sind nur die Bugfixes Warzone und wenn ihr hier mal runtergeht, also ganz ehrlich, da muss man sich schon fragen, was 3 Jahre in der Entwicklungszeit hier passiert ist. Chat, YouTube, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Erste Runde, erster ganz kurzer Einblick auf Shipment. Da wird jetzt am Wochenende noch viel mehr kommen. Ich werde gucken, was wir da machen können. Wir werden gucken, wie jetzt die Shop-Variante von der Chimera ist, ob jetzt das Game in einem besseren Zustand ist. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.